Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alien Isolation, yeah. Und zwar spielen wir eine Folge, oder wir probieren mal diesen Überlebensgeschichten zu spielen. Das heißt, ich habe, wie ihr eben gesehen habt, 30 Minuten Zeit, um zu entkommen mit der Amanda und muss noch so zwei, drei Aufgaben nebenbei erledigen. Ich habe es eben schon mal kurz angespielt. Es ist wirklich 1:1 wie das normale Alien Isolation Spiel. Nur dass gleich, wenn ich diesen Raum hier verlasse, der 30 Minuten Timer angeht. Vorher kann ich mich noch hier in Ruhe equippen. Ich wurde sicher von einem Zuschauer gewünscht, wieder Alien Isolation aufzunehmen. Dem komme ich natürlich gerne nach. Das ist was. Haben wir alles. Kann ich irgendwas schon bauen? Den können wir schon mal nachfüllen. So, können wir irgendwas bauen? Molotow-Cocktail? Nein. Geräuschmacher. Aber mit dem Geräuschmacher will ich mal lieber warten. So, da haben wir das Gerät. Da ducken wir uns. Da schlagen wir. Gut, dann würde ich sagen, seid ihr bereit für Horror 2.0, los geht's. 30 Minuten haben wir Zeit. Und es ist auch direkt hier. Da hinten ist es. Ich habe das eben schon mal angespielt. Das ist gar nicht so leicht. Da habe ich ungefähr 5 Minuten überlebt. Ist es mir sogar in so einen Gang reingefolgt, was ich irgendwie glaube vorher noch nie hatte. Dass mir dieses Scheißvieh in so eine Sprengkapsel. Ich habe noch optional Ziele. Das werden wir uns aber mal schenken. Oh. Ich habe das noch nie erlebt, dass mich das in so einen Gang rein verfolgen kann. Oh. Ey, das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie gesehen. Schauen, also wir haben 30 Minuten Zeit. Ich denke mal, wir werden das eh nicht in Bestzeit schaffen. Also wenn ich es in den 30 Minuten schaffe, ist das schon gut angelegt, die Zeit. Es ist direkt da draußen, es ist direkt da draußen. Alter, mein Puls ist schon wieder bei 180. Mama! Gott. Was ist da draußen? Wir müssen da lang, also raus und nach rechts. Natürlich. Genau das Vieh wieder ist. Da liegt nur Schrott. Na,
Ah, wir haben noch zwei Schuss mit einem Flammenwerfer. Oh, es war klar. Ja, 5 Minuten gebraucht. Das erste Mal gestorben. Herausforderung erneut starten. Ah, es war auch dumm, dass ich mich da in diesem Scheißraum aufgehalten habe. Der Keller, Zeitlimit, 30 Minuten. Gut. Dann equippen wir uns mal wieder. Bam, 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 bam. Lief ja nicht so gut. Ja, leider sind auch meine ganzen Skills aus dem Hauptspiel leider weg, weil ich habe das ja noch eine Weile jetzt nicht mehr gespielt. Da hatte ich das ja echt richtig am Ende richtig gut drauf. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ist irgendwo da hinten. Das wird mir nicht angezeigt. Da müssen wir lang. Da ist es ja. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Im Raum da drin. Da kommt's wieder. Geh schon. Bah. Schon gesagt, dass ich ein riesengroßer Schisser bin. Sensor. Jetzt kommt es natürlich hier rein. Woher weiß das immer, dass ich, wo ich bin? Ist auch so ein scheiß Navi? Das ist genau da in dem Nachbarraum. Das steht genau da. Jetzt kommt's wieder. Woher weiß das immer? Elende Mistratte. Leider auch keine Karte, das ist das Problem. Das kann ich auch nicht hundertprozentig sehen, wo wir lang müssen. Okay, scheint wegzugehen.
Oh nein, es ist direkt vor der Tür. Super! Okay, es ist weg. Ja, die Nebensächlichkeiten, die werde ich jetzt noch nicht hinkriegen. Ich muss mich erstmal so mit dem Spielmodi wieder zurechtfinden. Es tut mir leid. Wie kommt das jetzt hier hoch? Wer weiß jetzt, dass ich hier oben bin? Stellen Sie den Strom zum Fahrstuhl wieder her. Na super. Ich hasse das Spiel schon jetzt wieder. So, kann ich jetzt irgendwas bauen? Da geht das Licht an. Wie ging das denn? Da. Molotov-Cocktails. Oh, da ist es so schon wieder. Vierundzwanzig Minuten haben wir noch. Ja, wie gesagt, meine Skills sind leider ein bisschen verloren gegangen. Ich habe das jetzt in den beiden nicht mehr gespielt gehabt, bis auf die zwei DLCs. Oh, fick dich! Mann! Scheiß Vieh. Gut, wir probieren es noch einmal. Es kann sein, dass ich davon nicht so viel mehr aufnehme. Oh Gott. Muss mal schauen, wie es dann auch ankommt. Oh, es geht schon wieder so los wie in der Kampagne, wo ich nach den ersten, also bis zur Krankenstation dann irgendwann keine Lust mehr auf das Vieh hatte oder auf das Spiel hatte und dann erstmal eine Weile pausiert und dann auf einmal wieder richtig Bock hatte. Ach, Mann. Okay. Sofort ist es da. Ich habe auch das erste Mal gesehen, dass das Vieh hier reinkommt. Hallo? Jetzt wird mir was angezeigt. Geh weg. Ist das denn lang gegangen?
Geh weg! Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen wieder ruhiger bin, aber das ist immer so urspannend, ey. Das heißt also wirklich, ich sitze ja schon wieder total mit pitschnassen Händen. Das Vieh macht mich einfach immer nur so fertig. Es tut mir echt leid. Wo geht's denn da oben hin? Was gibt's denn da oben noch? Okay, hier ist nix. Ah, doch, ja. Super, hat sich richtig gelohnt. Na ja, super. Hat sich ja richtig gelohnt. Nee! Oh, wieso geht die denn nicht da rein? Das ist da hinten, das ist da hinten, das ist da hinten, hinter mir. Langsam, 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 langsam und weg. Deckung. Es muss direkt hier sein. Ist es jetzt hier drin, wo ich jetzt hier drin bin? Geh weg. Ich schätze mal, wir müssen dahin, das Gerät. Kennen wir doch schon. Ja. Ah, komm, 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 komm. Eins. Oh, es macht zu viel Lärm. Zwei. Drei. Nein! Nein! Geh weg! Steht da. Alter. Bei diesen Gittern aufpassen, da kannst du mich nämlich sehen. Oh, ich hasse. Nein, noch nicht. Scheiß Vieh, wieso bist du jetzt in diesen Gängen drin?
Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Gut, aber ich mache mal jetzt hier eine Pause. Wir sind bei über 20 Minuten, Alter. Das kann ich mir nicht jeden Tag antun. Ich werde jetzt mal gucken, wie die Folge bei euch ankommt, wenn die gut bei euch ankommt. Und gut meine ich, ja, 20 Views und 5 Daumen nach oben. Dann werde ich davon noch mehr machen. Oh Gott. Alter, ihr hättet gerade mit der Facecam sehen müssen, wie ich hier voll zusammengezuckt bin. Oh, Scheiße. Gut, also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich weiß, mindestens einen wird es gefallen. Tut mir leid, ich habe deinen Namen schon wieder gerade vergessen. Ich bin ganz, ganz schlechtes Gedächtnis, habe ich. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe echt so ein mieses Gedächtnis, was Namen angeht. Ich kann mir Orte merken, ich kann mir Räume merken und alles. Ich komme in eine Wohnung rein und kann dir ein halbes Jahr später noch sagen, wie die ausgestattet war. Aber ich kann mir keinerlei Namen merken. Immer schön auf Arbeit, wenn die dann immer Einsatz bekommen haben, dann habe ich das Fax nicht immer mit dabei gehabt. Früher sind wir bei Fax alarmiert worden. Aber es lag im Auto. Und dann bin ich zum Patienten an die Tür und da standen dann 5 Namen an der Tür. Und da stand dann, also 4 wirklich übelste Namen und einmal Müller. Und Müller war es. Und trotzdem habe ich vergessen, dass es Müller war. Gut, mein Internet dauert gerade ewig, weil ich gerade das hochlade. Gut, mein Lieben. Ach, der Patrick Lord 1999, genau. Hallo Patrick, schönen Gruß an dich. Das Video war jetzt nur für dich. Wie gesagt, wenn es gut ankommt, werde ich davon noch mehr machen. Ansonsten habe ich im Moment noch so viele Let's Plays, die ich hier gerne oder die ich gerade im Moment noch abdrehe, die jetzt noch nicht starten, aber in den nächsten Tagen starten, in den nächsten Wochen starten. Und weil ich ein bisschen vorarbeite im Moment. Und deswegen schauen wir mal. Ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich 20 Mal den gleichen Weg gehe, weil ich denke mal nicht, dass ich das innerhalb von dem ersten 3 Mal schaffen werde, den ersten 3 Folgen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Liegt an euch. Also, bis dann, ciao.